Frau Fuchs, 126 Minuten Nationalliga B-Verein, der auch gerne aufsteigen will, in Schach gehalten, zeitweise bessere Chancen gehabt. Was nimmt man aus so einem Match mit? Ja, ganz vieles. Also für uns war es eigentlich einfach, wir haben im Training viele Sachen angeschaut, vor allem das Umschalten, kompakt stehen. Wir wollten das umsetzen und einfach das Bestmögliche rausholen. Ich würde sagen, das haben wir auch gemacht. Wir sind stolz auf uns. Es hätte leider nicht sein, dass wir den Sieg mitnehmen, aber wir sind ready für die Meisterschaft. Genau, der Cup ist jetzt vorbei. Schade, wäre etwas drin gelegen. Meisterschaft, wenn ihr so gegen ein Nazi-B-E-Team spielt, Luzern ist weg, St. Gallen darf nicht aufsteigen. Der Aufstieg ist ein heimliches Ziel, nehme ich an, oder? Ich würde sagen, der Aufstieg ist eine Vision. Wenn es drin liegt, ja, aber ich würde sagen, es ist nicht das oberste Ziel. Wir schauen, was möglich ist und geben uns das Beste. Was nehmen Sie als Spielerin persönlich mit nach so einem Match, wenn Sie sagen, hey, ich kann mit einem Nazi-B-Team mithalten, über 126 Minuten, vielleicht sollte ich ein bisschen weiter runter spielen. Ist das ein Thema? Wenn, dann als ganzes Team. Also ich würde jetzt nicht allein weitergehen, aber wir haben jetzt gesehen, dass als ganzes Team noch viel möglich ist und dass wir als ganze Mannschaft sicher noch weiter oben spielen können. Frau Vogt, wenn Sie nicht gewesen wären, wären wir sicher ins Penalty-Schießen. Wahrscheinlich sogar hätten wir gesehen, wie ein Nazi-B-Verein vom Erstliga-Verein rausgeschossen werden können. Wie stolz ist man da auf die Leistung? Ja, sicher ein bisschen stolz ist dabei, aber eigentlich haben wir da als Team eine ganz andere Leistung bringen. Wir wollten von Anfang an das Spiel dominieren, das Spiel machen. Das ist uns überhaupt nicht gelungen. Und schlussendlich ja, sind wir jetzt einfach glücklich, dass wir das nach 120 Minuten geschafft haben. Auf was kann man das abtun, dass ihr gegen Winterthur so Mühe habt? Natürlich, Winterthur ist eines der stärksten Erstligateams. Kann es aber auch sein, dass ihr einfach die Vorbereitungen ein bisschen ausgelaugt sind? Ja, es war sicher eine harte Vorbereitung, aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben gewusst, dass sie mit viel Kampf kommen und wir sind einfach von Anfang an nicht parat gewesen. Wir haben uns viel zu fest unter Druck setzen lassen, sind hektisch geworden. Ja, einfach noch nicht ganz parat gewesen irgendwie. Wir haben gesehen, sie haben eine lange Nachbesprechung von diesem Match als Team. Aber dann haben sie gesungen und sind glücklich gewesen. Ich glaube, die Verlängerung vergisst man schnell und im Saisonanfang wird man nur noch den Aufstieg, oder? Ja, genau. Also wir müssen jetzt schnell das möglichst Positive daraus nehmen, das Negative vergessen. Wir sind eine Runde weiter, darauf können wir stolz sein. Und dann geht es am Samstag los in der Meisterschaft mit Mission Nazia. Und jetzt Abenteuer Cup, das geht ja auch weiter. Was überlegt man sich da? Lieber noch mal eine Unterklassige oder hat man jetzt eigentlich die Nase voll und über jemanden, den man schon kennt? Ja, schwierig zu sagen. Also, natürlich Unterklassige sagt man ja, da muss man fix weiterkommen, da ist man immer der Favorit. Wie wir jetzt heute gesehen haben, leidet uns die Rolle vielleicht nicht unbedingt. Von dem her denke ich, wir nehmen es, wie es kommt. Wenn es halt ein guter Nationalverein ist, geben wir uns das Beste. Was heisst das für die Laura Vogt jetzt die nächste Saison? Nach so einem Match kann man eigentlich nicht mehr auf die Bank hocken, oder? So würde ich es jetzt nicht sehen. Es zählt jede Woche, jedes Spiel. Ich muss immer meine Leistung bringen, probiere auch die bestätigen und da sicher das Gute daraus rausnehmen und so in die Saison starten. Frau Mönch, gegen den Nationalliga B-Gegner in die Verlängerung gehen, in der Verlängerung die besseren Chancen haben, einfach das Goal nicht schießen. Das muss wahrscheinlich ein bisschen hart sein am Ende von so einem Match, oder? Die Enttäuschung ist natürlich mega gross. Wir hatten wirklich viele Chancen gehabt und ein Sieg wäre absolut verdient gewesen aus meinen Augen. Darum ja, können wir glaube noch nicht so mega darüber lachen. Aber ich denke, wir sind alle mega stolz auf uns, weil wir einfach so eine coole und krasse Leistung angebracht haben, überhaupt so weit gekommen sind. Jetzt, Abenteuer Cup ist leider schon vorbei, aber die Stimmung lässt zu wünschen übrig, für wenn ihr zurück auf der Schützenwiese sind. Was sind die Ziele jetzt für die erste Ligasaison, die startet? Für mich sind Ziele gerade hier anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben bei diesem Cup. Von Anfang an 120% mit unserer Leidenschaft in jeden Zweikampf gehen, unseren schönen Aufbau machen, unsere Bälle rausspielen und natürlich Goal schiessen und gewinnen. Wenn man gegen Aarau so eine Leistung zeigt, dann sind wir eigentlich ganz klar noch mehr Favorit in der ersten Liga als sonst schon. Ist der Aufstieg schon in Sichtweite? Ist noch schwierig zu sagen. Natürlich müssen wir die Konstanz und die super Spiele auch noch in die Meisterschaft reinbringen. Göpp ist immer eine andere Geschichte, aber wir werden natürlich Gas geben und alles geben und dann werden wir sehen, was drin liegt. Gehen wir noch mal schnell zurück zum Spiel. Ihr habt gegen Aarau oft können eigentlich Platz rausarbeiten, haben können in Abschluss kommen. Sind mehrfach eigentlich gefährlicher gewesen als Aarau selber. Warum sind da die Goals nicht gefallen? Was hat da noch gefehlt? Die letzte Konsequenz, die letzte Fitness, was ist da, wo ihr noch aufarbeiten müsst, damit es in der Liga dann 10 Goal gibt und nicht nur eins?
Ich denke, wir müssen noch ein bisschen mehr an uns selber glauben, an das Können, das wir eigentlich haben. Ein bisschen mehr Vertrauen in uns hineinbringen und mit vollem Selbstvertrauen in den Schuss hinein. Und dann kommt das. Und was nennen Sie jetzt persönlich zu dieser neuen Saison nach so einer Leistung gegen Nationalliga B-Verein mit vollen Pullen für Winterthur? Oder schaut man schon wieder in die obere Liga und sagt, hey, ich bin auch noch da? Ich denke, wir haben jetzt einmal mehr gesehen, wie viel Potenzial und Leidenschaft in dieser Mannschaft drin liegt. Und da können wir noch einiges rausholen. Und ich denke, der Weg nach oben, der ist für uns da. Merci. Herr Luongo, ich denke, Sie haben nicht gemeint, dass Sie hier auf Winterthur rausfahren, um 126 Minuten müssen spielen, oder? Es war nicht das Ziel. Es war nicht das Ziel, dass wir hier rausgehen und das mit der Verlängerung müssen, fertig machen müssen. Ich muss aber auch sagen, die Cup-Spiele haben ihre Regeln. Und das hat man heute gesehen. Und gestern hat man es in der Bundesliga gesehen, dass, einfach die, ja, dass der Cup nicht einfach zum schönen Spielen ist, sondern der muss kämpfen und über den Kampf ein Spiel finden. Ja, das haben wir nicht gemacht. Und Winterthur hat sehr gut das gemacht, hat uns früh gestört und Druck gemacht und uns das Leben sehr schwer gemacht. Ja. Wir haben mehrfach gehört, wie Sie eingerufen haben. Nach dem Match haben Sie lange mit Ihrem Team noch nachher besprochen. Aber dann hat es singen. Was nimmt man Positives mit aus dem Match und was nimmt man Negatives mit? Also positiv nehmen wir, dass wir gewonnen haben. Köpfe eine Runde weiter. Es ist nicht selbstverständlich gegen jeden Gegner. Es ist nicht selbstverständlich, dass man gewinnt. Und da bin ich immer der Meinung, man muss es zuerst gespielt haben. Man hat einen Gegner, wir haben es verloren. Der Gegner hat jetzt als Unterklassik nichts zu verlieren gehabt. Sie dürfen frei spielen und das Unmögliche machen. Oder? Also das ist so. Positiv nehme ich das Resultat. Was ich Ihnen gesagt habe, ist, man muss aus diesen Spielen auch lernen, Lehren daraus ziehen. Es gibt Gegner, die Favorit sind und es gibt Gegner, die in der Nazi B mitspielen werden. Und das sind die Gegner, die mitspielen werden, die nichts zu verlieren haben. Müssen wir anders auftreten, dass wir, wenn wir wollen, vorne mitspielen. Jetzt für die Nazi B-Teams und Fans, die hier schauen. Winterthur ist eines der stärksten Teams in der ersten Liga, das wissen wir alle. Hat heute schon ihr A-Team sozusagen gespielt oder werden wir noch Änderungen sehen am nächsten Wochenende? Wir haben noch kleine Änderungen, sicher, weil die Ferien sind halt so. Es sind viele U-Spielerinnen, die bei uns spielen. Und du kannst nicht die Ferien streichen und machen. Wir sind kein Profiverein. Jetzt kommen noch zwei, drei. Ich hoffe, kommen wir so, wie wir sie haben wollen, wieder zurück. Werden wir schauen. Das ist das Team. Aber sicher an zwei, drei Orten werden wir sicher noch müssen, etwas machen. Und ich denke, wir haben jetzt noch eine Woche zum Start vier Trainings, wo wir werden, sicher auf gewisse Details arbeiten. Aufstieg ist das Ziel, oder? Ja, ich denke, jeder Trainer, der sagt, wir spielen dabei, hat er schon verloren. Also ich denke, der Trainer, der will gewinnen, der will aufsteigen. Und sonst denke ich, nachher gelten andere Regeln. Es gibt immer Faktoren, Verletzungen, der Gegner war besser, die Tagesform, das ist so. Aber mein Ziel ist, als Trainer Siegesmentalität jetzt zu tun. Und dort wollen wir auch dabei sein und wir wollen aufsteigen. Ja, das ist so. Frau Krisel, Arau von der Nationalliga B, über 126 Minuten zu treiben, in die Verlängerung zu gehen. Ich habe das Gefühl, Ihr Team hat auch die zwingenderen Chancen. Was nimmt man da aus so einem Match mit? Ja, was nimmt man? Man nimmt Erfahrung mit aus dem Spiel. Wir haben heute gezeigt, dass wir Paroli bieten können in der Nazi B. Und ich nehme eigentlich sehr viel Gutes mit. Manchmal muss man auch das Glück auf seine eigene Seite zwingen, das haben wir heute nicht geschafft. Wenn wir jetzt sehen, Sie haben mehrfach die Chance gehabt. Laura Vogt im Goal von Aarau hat super, aber Ihre Spielerinnen sind isoliert. Abschlusstraining ist wahrscheinlich noch etwas, was jetzt für die kommende Saison auf dem Plan steht, oder? Ja, nicht nur das, genau. Jetzt, das Cup-Abenteuer ist leider schon vorbei, aber viele Leute wissen, Winti ist Favorit jetzt in dieser ersten Liga-Gruppe. Luzern ist weg, St. Gallen kann nicht aufsteigen. Was sind Ihre Ziele? Wir haben Ziele aufgeteilt, wir haben taktische, technische Ziele, wir haben Verhaltensziele und wir haben mentale Ziele und an denen arbeiten wir. Und dann, wenn wir an denen arbeiten, dann steht sehr viel offen.
Jetzt noch eine kleine Randfrage. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir uns darüber beschwert, dass in der ersten Liga nicht mit Linienrichter gespielt wird. Jetzt sind wir Nationalliga-B-Niveau im Cup und haben auch keinen Linienrichter. Das ist eigentlich ein Schritt rückwärts für den Frauenfußball, oder? Ja, sehe ich gleich wie Sie. Merci vielmals und viel Erfolg in der ersten Liga. Merci.